Heute wollen wir so ein bisschen durch das Cadena-Boxen laufen und Figur 8-Boxen auch genannt. Ich weiß, sehr viele beanspruchen dieses so ein bisschen für sich, ist es nicht. Und gerade Figur 8-Boxen seht ihr in so vielen Dingen. Egal, ob ich jetzt eine Doppelkette mache, egal, ob ich jetzt einen Langstock mache. Es gibt so viele Waffen, an denen wir in der Cadena arbeiten. Und genauso können wir auch in der Hammerfist arbeiten oder in der direkten Faust, in der Handballe. Auch hier, wie gesagt, von innen, von außen, im Ellbogen, mit Doppelkurzstock. Damit werden wir jetzt gleich ein bisschen arbeiten. Ja, also einen kleinen Kurzstock hier. Ich habe die immer ganz gerne in Teleskop-Schlagstockgröße. Und was wir auch machen werden, ist das Ganze übungstechnisch ein bisschen mit dem Messer durchgehen. Ja? Ganz wichtig, das hier ist erstmal ein Übungsmesser. Und ganz wichtig ist natürlich, dass hier die Techniken, die ich jetzt zeige, nichts damit zu tun haben, dass das, was ich hier beibringe, eine Messerverteidigung ist. Natürlich ist es so, hast du Stöcker, bist du weitaus besser bewaffnet gegen ein Messer, als hast du keine. Trotzdem ist die Chance immer sehr gering, denn ein Messer ist verdammt gefährlich. Schreibt euch das hinter die Ohren. So, jetzt nicht mehr lange labern, lasst uns loslegen. Gefallen. Es gibt noch viel mehr Bewegungen, Cadena und Figur 8 Boxen. Es gibt ganz viele Sektionen, die wir da arbeiten können. Das war jetzt hier ein, zwei Bewegungsmuster. Wir können noch mal ganz gerne weiter drauf eingehen, denn davon gibt es noch ganz, ganz viele, wo die gerade herkommen. Also, bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, kommentieren, wenn irgendwelche Fragen sind und natürlich auch, wenn ihr mögt, einen Daumen nach oben geben. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, Kampfkunst Lifestyle.